Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Suikoden 2. Wir haben ein klares Ziel vor Augen, denn wir werden gleich nach Tinto aufbrechen, wo wir bisher noch nicht gewesen sind. Wir haben es aber auf der Weltkarte schon gesehen. Allerdings ist Richmond aufgetaucht und das ist die erste Folge mit den neuen Fenstern, Leute. Ich bin so happy. Ich bin so happy. Den haben wir nämlich beim letzten Mal in Chrom aufgegabelt, den Typen, der uns die Fensteranpassung ermöglicht hat. Was ich sehr, sehr cool finde. Nun, Long Chan Chan ist Wakabas. Oh! Aha. Okay. Okay. Alles klar. Alles klar, alles klar. Da weiß ich, was ich als nächstes zu tun habe. Das war eine Info, die ist echt Gold wert, Richmond. Absolut Gold. So, warte mal. Bei wem haben wir denn hier? Mit Bolgan sind wir durch. Hatte ich danach schon irgendwen angebrochen? Nee, ne? Ich habe immer alles abgeschlossen und bin dann erst weiter zum nächsten. Dann Killay. Doch, Killay ist interessant. Über Killay möchte ich gerne mehr wissen. Jawohl, bitte einmal machen. Den wollte ich ja auch... Ist der gerade bei uns im Team? Ich weiß nicht mehr. Ich habe jetzt wieder ein paar Tage pausiert. Lass mich mal gucken. Nee. Da sind aber auch wieder einige vorgegeben, ne? Von der jetzigen Konstellation. Ich glaube, ich hatte auch... Nein, da wollte ich nicht rein. Hatte auch neue Post, glaube ich, im Kummerkasten. Nenne ich es mal liebevoll. Wenn man sich so anguckt, was die Leute da reinschmeißen, dann trifft das Kummerkasten, glaube ich, ganz gut. So, da ist sogar noch was Neues mit dazu gekommen. Ich weiß noch, ich habe, nachdem ich den letzten Part beendet habe, hier kurz mal reingeguckt und da war eine Nachricht drin. Die habe ich aber nicht gelesen. Ich weiß auch nicht mehr, welche das war. Hoi. Dieses Zimmer muss wirklich einmal gut sauber gemacht werden. Ich bewegte die Garderobe und es war sehr staubig dahinter. Hoi, ich wusste gar nicht, dass du so ein Sauberkeitsfimmel hast. Naja, gut, es sei denn, es war wirklich arg verdreckt. Mein Vater will wohl nicht zu meiner Mutter zurück, bitte überrede ihn. Ist das was, was ich tatsächlich machen kann? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich glaube ja fast nicht. So, irgendwas wollte ich jetzt noch tun. Ach ja, ich wollte... Und dann werden wir uns auch gleich bei Vicky weiterporten. Ich würde nochmal ganz kurz gucken. Ja, hätte ich auch offscreen machen können. Wer jetzt hier fix gesetzt ist von meinen Leuten. Und ja, ich hoffe, dass bald der Moment kommt, wo ich Killay dann mit reinholen kann, damit wir den im Kampf auch mal erleben. So, hallo, willst du deine Gruppe wechseln? Ich kann nur... Stallion und Ulan austauschen. Alles klar. Wow. Das ist nicht so die Entscheidungsgewalt, wie sie im Bilderbuche steht. Aber okay. Wir werden uns auch damit arrangieren können. Gar kein Thema. Nina war doch seinerzeit immer auf diesem Balkon, ne? Ich finde das total interessant, wie die sich hier so voll dynamisch durch die Butze bewegen. Ich meine, das macht es auch sehr unübersichtlich, aber... Nee, Moment. Jetzt war... Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Ich wollte auch Wakaba ins Team holen, zumindest kurz, damit wir uns seinen Meister mitnehmen können. Ich hau mal eben kurz Ulan raus. Ja, Ulan, du bist gleich wieder da. Also machst du hier nicht zu gemütlich, okay? Brauchen dich gleich wieder. Wakaba, Wakaba, where are you? Nach welchem Prinzip ist das hier angeordnet? Ich check's nicht. Wahrscheinlich nach den Nachnamen oder so. So, ich werde jetzt mit Wakaba auch gar nicht großartig irgendwie kämpfen oder so. Sondern einfach nur den Chan oder so abholen. Hab den damit schon wieder vergessen. Dann wieder zurückdüsen, Ulan wieder einstecken und dann gehen wir nach Tinto. Klingt nach einem Plan, oder? So, warte mal, war das jetzt wirklich Chrom? Ja, ich würde sagen schon Shazam. Ich finde das immer voll niedlich, wie das da steht. Über Vicky hatten wir auch schon alle Informationen zusammengetragen, meine ich, ne? So, ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, wo der saß. Der war direkt im Gasthaus. Okay. Ah, Meister, Meister! Wakaba, du vernachlässigst doch nicht dein Training? Nein, Sir, Meister, Oh, was geht denn jetzt ab? Hey, wohin ist der Kerl gegangen? Er kann nicht einfach so viel essen und dann fortlaufen und behaupten, dass er kein Geld habe. Ja, das kann er sehr wohl nicht, aber er hat's getan. Was haben wir denn für einen komischen Meister hier, Wakaba? Erzähl mal, was ist das für eine Type? So viel zum Thema, ich gebe dann Wakaba wieder ab, nachdem ich den einmal rekrutiert habe. Toll.
Wo ist er jetzt? Lass mich raten, Wakaba muss ich wahrscheinlich im Team behalten, weil das hier sonst nicht weitergeht. Ah, das mag ich nicht, wenn die einfach so wegrennen und du überhaupt gar keinen Anhaltspunkt sonst hast. Ich guck mal eben kurz durchs Dorf, so ganz grob, ob ich ihn irgendwo finde oder irgendwas triggern kann. Nee, du. Wahrscheinlich muss ich einfach wieder zurück ins Gasthaus und hätte mir gerade den ganzen Weg sparen können oder so. Aber der Typ, der mir jetzt hinterhergerannt ist, der hier sonst am Empfang stand, der ist ja auch nicht wieder da. Vielleicht sind die jetzt im Tinto oder so? Ich habe keine Ahnung. Einmal Abendessen. Nee, danke. Ach, das irritiert mich jetzt. Weil da müsste ich jetzt Wakaba auch komplett neu einkleiden und so. Und da habe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht so die Böcke drauf. Wobei, in Tinto wird es wahrscheinlich auch jetzt nicht mit Kämpfen und so abgehen, ne? Das könnte ich jetzt eigentlich mit Wakaba im Schlepptau noch machen, deswegen werden wir das jetzt auch tun. Aber wie zufällig... Oh, ich habe noch eine Meisterrobe, warte mal. Ja, guck mal, das trifft sich ja gut. Dann ist er nicht so ganz nackig. Und ich glaube, waffenmäßig ist er auch schon ein bisschen gelevelt, oder? Warte mal, wo sehe ich das? Bei Stärke? Wo ist sein Waffenlevel? Da unten, 9. Oder was? Ich glaube, das ist das Waffenlevel, oder? Oben 39, sein Hauptlevel. Ja, ich glaube, der wird sich hier schon ganz gut schlagen. Wäre vielleicht sinnvoller, den in die hintere Reihe zu stellen. Es wäre vielleicht auch ganz sinnvoll, ihn zu heilen. Okay, das ist blöd. Warum ist denn der halb tot? Ich dachte, wenn du die Leute von Leona neu in die Gruppe holst, dann sind sie immer automatisch fit. Das ist ja fies. Es tut mir leid, Wakaba. Aber mit ein bisschen Glück, guck mal, wirst du das überstehen. Sehr gut. So, jetzt ist die große Frage. Schmeiße ich dem jetzt irgendeine Medizin rein? Ich glaube ja. Oder hab keinen Bock jetzt noch zu übernachten und den nächsten Kampf zu triggern. Ach guck mal, wir haben hier noch die Billo-Medizin. Ja, dann soll er die einfach komplett vertilgen und gut ist. Hat er uns sogar ein bisschen mehr Platz gebracht hier in unserem Inventar. Und jetzt können wir uns endlich mal Tinto angucken. So, schon so viel gehört von dieser Stadt und jetzt das erste Mal hier. Ich bin sehr neugierig. Auf jeden Fall das gleiche wunderschöne Lied. So, Eiseneimer. Verschlissene Schaufel. Ich lese immer verschissene auf den ersten Blick. Was ist das denn? Bist du der Anführer der Kowalski-Armee? Wenn du den Boss suchst, ich meine den Bürgermeister, befindet sich hier oben in dem großen Gebäude. Der Boss? Der Bürgermeister? Bestimmt voll die Mafia hier am Ende. Ist dies dein erstes Mal in Tinto? Dies ist ein Bergwerk mit einer Stadt als Anhängsel. Hier wirst du demzufolge Dinge sehen, die du sonst nirgends siehst. Okay. Apropos. Mir fällt gerade ein, vielleicht sind die in dieses komische Bergwerk rübergerannt. Wo wir schon mal reingegangen sind. Vielleicht macht uns das diesen Weg quasi frei. Soll ich mal ganz kurz gucken? Ja, ich würde sagen, wir gucken uns erstmal Tinto an und danach schaue ich da nochmal vorbei. Wenn uns da nicht sowieso irgendwer hier hinschicken wird. Korb mit Vogelbeeren und Kopfsalat hier. Magische Schriftrollen, was sollen wir denn damit machen? Ich sage dir, das ist irgendwie furchteinflößend. Kann ich mir vorstellen, wenn man vorher damit noch nie Berührungspunkte hatte. Ich habe alles, was man in einem Bergwerksstollen so braucht. Gut. Das klingt sehr gut. Oh! Ich glaube, den hatten wir irgendwann schon mal. Hat den nicht sogar Wakaba mal mitgebracht ins Team? 150 Schaden an einer Feindreihe. Nö, euch jetzt nicht unbedingt. Über den Ring könnte man nachdenken, aber ich behalte mir mein Geld jetzt erstmal lieber. Ja, kannst deine Ware erstmal behalten. Wirst schon Abnehmer finden, ich drück dir die Daumen. Aber wir gehören da erstmal nicht dazu. So, kann ich hier irgendwie rein? Nee. Obwohl, doch, warte, ich guck nur erstmal hier. Nicht, dass wir hier wieder irgendwie nices Zeug finden in irgendwelchen Behältnissen. So. Ich hoffe ja mit jedem Gebäude, was ich betrete, dass wir den Meister von Wakaba antreffen. Ah, es muss sehr schwer gewesen sein, den weiten Weg hierher zu kommen. Du hast dir eine Ruhepause verdient. Du bist aber umsichtig, dankeschön. Bitte sehr, die Männer aus dem Bergwerk essen eine Menge. Das hilft mir natürlich auch. Okay, weil du das alles zubereitest und daran verdienst, oder was? Oder weil ich... Oh,
glückliche Leute erfreuen. Gustav ist der Präsident der Bergwerksgilde und er ist auch der Bürgermeister, was natürlich noch eindrucksvoller klingt. Von Gustav haben wir auch beim letzten Mal schon gehört. Bin ich der Meinung? Du hattest eine lange Reise, bitte ruh dich aus. Tja, wenn du mir das umsonst anbieten würdest, gute Frau, dann würde ich drüber nachdenken, aber so bin ich gerade noch ein bisschen zu knauserig. So, wo gehen wir denn jetzt weiter? Ich habe hier links einen Weg. Rechts meine ich. Achso, hier ist nur ein Gebäude. Okay, dann gucken wir erstmal hier. Das trifft sich gut. Ja, komm herein, nun hör mir gut zu. Ein Mann muss gut essen und hart arbeiten und stark werden, verstanden? So stark wie meine Stimme gerade. Muss er das, ja? Okay, und eine Frau muss das nicht, oder... Naja, hier scheinbar ja nicht. So, wen treffen wir hier oben noch? Oh, wahrscheinlich die Frau. Was hast du so beizutragen? Hast du meinen Vater getroffen? Sobald er einen jungen Menschen zu Gesicht bekommt, beginnt er sofort Lektionen zu erteilen. Warum überrascht mich das nicht? Und warum kann man diese ollen Kisten hier nicht öffnen? Weiß doch auch nicht. So. Ach, ich bin gerade nach die Treppe nach unten gegangen? Ah, okay. Ja gut, wenn man sich das Haus von außen auch anschaut, dann ergibt das durchaus Sinn. So, sonst kann ich hier nichts weiter tun. Sieht ganz so aus. So, dann gucken wir mal hier. Schmutziger Topf. Verschissene Schaufel. Handkarren zum Transport von Mineralien. Okay. Ich wette, wenn die sich ja alle immer betrinken in einer örtlichen Dorfdisco, dann werden darin auch Menschen hin und her geschoben. Laut lallend und gröhlend. 100 pro. Man erzählt sich, dass die Banditen des Lamb-Dragon-Gebirges angegriffen wurden, aber das geht uns überhaupt nichts an. Okay, und trotzdem erzählt man es sich. Was siehst du dir denn an, Sunny? Etwas Außergewöhnliches? Er sammelt den Schmutz auf, den wir nicht benötigen, und trägt ihn fort. Hat er mich gerade Sunny genannt? Also uns? Führt er Selbstgespräche? Was meint er damit? Ist das ein Kosename? Weiß ich nicht, check ich nicht. So, hier können wir nichts machen, hier können wir aber rein. Oh mein Gott, ein Ausrüstungsladen in einer neuen Stadt und wir sind ziemlich pleite. Das kann nur nach hinten losgehen. Oh, hey Alberto. Guten Tag, mein Name ist Alberto. Ich habe einmal in der Stadt Muse gelebt, aber wir wurden alle von der Armee von Highland vertrieben. Alle meine Freunde sind in alle Winde verstreut. Jetzt jobbe ich manchmal hier in dem Laden des Waffenschmiedes. Körperliche Arbeit ist okay, aber ich möchte das Gefühl in meinen Fingern nicht verlieren. Als ich in Muse lebte, gehörte ich einer Kapelle an. Wir waren alle gute Freunde, aber jetzt sind die Mitglieder in alle Winde verstreut. Okay, ich muss jemanden aus der Kapelle in Muse hier mit reinholen. Ich muss ihm wahrscheinlich, also entweder muss ich ihm nach und nach seine ganzen Freunde von damals zeigen oder alle gleichzeitig ins Team holen. Willkommen, komm herein, sieh dir ruhig alles an. Dankeschön. Tunika, was ist das denn für eine Seltgelek? Das ist ja echt nicht gut, du. Da ist ja dein Hauptstandardzeug besser. Silberhut. Ich bin fast der Meinung, dass wir Silberhut bisher noch nirgendwo kaufen konnten. Bin mir aber auch nicht zu 100% sicher. Da hat ja mal jemand eine richtige Vollplatte. Chaos-Schild ist, glaube ich, auch neu. Aber jetzt, wo ich einmal sein Sortiment durchstöbere, habe ich das doch auch bei uns in der Wutze zur Verfügung, oder? Oder muss man das erst einmal kaufen? Bin mir nicht mehr so ganz sicher. Also diesen Helm hätte ich gerne nochmal geholt, aber Geld reicht leider nicht. Deswegen werden wir das wohl erstmal vertagen müssen. So, mit Alberto haben wir auf jeden Fall schon mal eine Person, die man im Hinterkopf behalten sollte. So, es sieht so aus, als würde Alberto nach einer Person namens... Aha! Aha, haha! Ich habe gehört, dass sie sich verirrt hat. Wie war denn das nochmal? Die ist doch jetzt auch bei uns in der Butze, oder? Aber die ist doch nicht rekrutierbar. Also im Sinne von, die kann ich doch nicht in mein Team mit reinnehmen, oder? Oder ging das? Muss ich mal beim nächsten Mal gucken. Alberto ist wirklich geschickt mit seinen Händen. Seine Kochkünste sind fast besser als meine eigenen. Ja, warum auch nicht? Genieße sie noch, denn wir planen, Alberto für uns zu gewinnen, irgendwie. Gut, dass ich das mit Annalie jetzt weiß. Okay. Mal gucken, wie lange ich mir das merken kann. Also sollten wir heute nochmal zurück in die Butze? Ach so. Nee, hä? Warte mal, bin ich jetzt... Ich weiß nicht mehr, wo ich hergekommen bin. Ja, schon wieder voll der Blackout hier.
Warte mal, ich glaube, hier ist jetzt Sackgasse, oder? Könnte hinhauen. Fass mit Wasser. Tauf mit Wasser zum Händewaschen. Ich finde aber Tinto bisher nicht so unübersichtlich, kurioserweise, wie Chrom. Hm. Wenn du hier stehst, kannst du sehr weit blicken. Tinto ist vom Bergen umgeben, aber für uns ist es eine wunderbare Heimatstadt. Das glaube ich euch. Ich finde, hier kommt auch so ein bisschen dieser Bergbauspirit rüber, wenn man das so nennen kann. Irgendwie mag ich diesen Ort. Aber dazu trägt auch, machen wir kein Geheimnis draus, die Musik massivst dazu bei. Wie sieht denn das an? Dies ist eine meiner besten Arbeiten. Ich gebe dir auch diesen Plan. Dankeschön. Gib dies einem guten Bildhauer. Für mich ist es schon eine hinreichende Genugtuung, es gezeichnet zu haben. Ich habe aber gar keinen Bildhauer bei mir. Oder habe ich einen in der Butze? Es macht mich glücklich, wenn ich daran denke, dass es jemandem nützen kann. Das wird es hoffentlich, alter Mann, das wird es. Ich weiß noch nicht, ob ich das in meinem Let's Play alles so hinbekomme. Aber irgendwann in meinem Leben werde ich das noch der richtigen Pixelfigur überreichen. Großvater war vor langer Zeit ein berühmter Ingenieur. Ja, das merkt man an seiner Begeisterungsfähigkeit, an dem, was er tut, durchaus. Wobei das eine nicht mit dem anderen einhergehen muss. Ich habe in meinem Leben auch schon viele Ingenieure kennengelernt, die nicht unbedingt durch Arbeitseifer glänzen, aber das ist ein anderes Thema. So, eine merkwürdig aussehende Frau namens Raura kam und fragte, wo die Stadt Two River liegt. Ich sagte es ihr, aber sie ging in eine völlig andere Richtung. Okay. Raura? Vielleicht ist der Name jetzt einmal gefallen und Richmond erzählt uns irgendwas über sie, über ihren Aufenthaltsort, aber ich muss sie wahrscheinlich... Oh. Nein, erstmal mindestens einmal anquatschen. Nein, ich wollte erstmal ins Gebäude. Mano. Warte mal, wie viel ist denn jetzt hier oben? Nee, ich will erstmal wieder runter. So. Einfach nur, um mir den Überblick nicht zu verlieren. Oder? Hehehe, weil ein großer Ingenieur, es gibt keinen Vergleich zu dem alten Mann nebenan. Nur um es dir zu beweisen, gebe ich dir dies. Ist doch erstaunlich, was? Ja, müllt mich ruhig mit euren Plänen zu, finde ich gut. Gebt dies irgendwo einem guten Bildhauer, es wird dir bestimmt nützen. Okay. Na, was sagst du dazu? Dies ist doch besser als das, was der alte Mann nebenan macht, nicht wahr? Ich wette, am Ende wird mir das vom alten Mann besser gefallen. Aber wir werden sehen. Also, hoffentlich werden wir sehen. Irgendwann, irgendwie. So, leicht zu lesen, das Buch vor dem Einschlafen. Das ist ja sehr präzise. Danke, Spiel. Kann man immer mal gut gebrauchen. So, ich muss jetzt trotzdem gucken. Ich bin jetzt hier nämlich noch gar nicht nach links weitergelaufen. Hier sind wir zum Beispiel noch gar nicht drin gewesen, oder? Was ist das hier? Topf mit Wasser zum Händewaschen, okay. Guten Tag. Vielleicht endlich mal einen Schmied, den ich zu mir ins Team holen kann? Die Kämpfe gehen immer noch weiter, darum sind wir auch ziemlich beschäftigt. Okay, kann ich euch irgendwie unter die Arme greifen? Hey Junge, geh nicht zu dicht an das Feuer, es ist gefährlich. Okay, ich glaube, der Typ weiß auch nicht so ganz, wen er hier vor sich hat. Weil wir aus dem Bergwerk gutes Erz schürfen, können sie hier gute Waffen und Rüstung für uns herstellen. Wahrscheinlich zu ordentlichen Preisen, die für mich nicht finanzierbar sind zum jetzigen Zeitpunkt, ne? Lässt du mich auch mal durch, Kumpel, danke. Sehr freundlich, sehr freundlich. Okay, von der Seite kann ich nicht mit dem quatschen, interessant. Es ist egal, wie talentiert du bist, wenn du eine schlechte Ausrüstung hast. Okay, schärfen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe meinen ersten Schmied gefunden, der wahrscheinlich auf Max-Level gehen kann, ne? Okay, aber das Gute ist, ich glaube, wenn ich eine Waffe auf Max-Level bringe, dann kann ich den Genshu, oder wie der heißt, in Koronet, der da am Hafen steht. Dieser alte, weise Mann, der nach einem starken Street Fighter-ähnlichen Kämpfer aussieht, der wollte doch irgendwie eine ausmaximierte Waffe sehen, oder? Bevor er sich anschließt. Okay, ich glaube, ich nehme alles, was den Aufbau... Oh, hier in Tinto angeht, wieder zurück. Ich glaube, da ist eine Person, die rekrutierbar ist. Wenn du den Bürgermeister suchst, er ist in der Gildenhalle. Okay, und die ist wo genau? Wahrscheinlich da, wo der Bodyguard gerade rumsteht, ne? Der Türsteher. Oh, da ist sie. Oh, ist die schön. Du siehst aus wie eine ägyptische Göttin, meine Gute.
Oh, bist du es? Ich bin Raura. Ich habe das Haus meiner Freundin Jean besucht, aber konnte sie nicht finden. Ja, dass ihr beide befreundet seid. Oh Gott, Leute. Ey, wenn man Jean auch noch ins Team holen könnte, dann wäre sie zusammen mit Jean aber sowas von fest in meinem Team verankert. Dies ist doch die Stadt River, nicht wahr? Was? Wenn es Jean ist, unsere, hier ist nicht Two River, aber ich weiß nicht. Ich nehme mal das Erste, weil ich glaube, dass sie das am ehesten an unsere Butze binden wird. Oh, du kennst Jean? Ich bin Raura, die Freundin von Jean. Ich kam hierher, weil Jean mich darum bat, sie die Geheimnisse der Schriftrollenherstellung zu lehren. Ich bin gerade voll gegen das Headset-Kabel gekommen, entschuldigt bitte. Nun, du bist es, der Anführer der Kowalski-Armee? Dann ist Jean wohl im Butzeschloss. Kannst du mir sagen, wo ich es finde? Du wirst dich doch eh wieder verlaufen. Ich verstehe, danke. Ich habe die Landkarte markiert und müsste es eigentlich finden können. Hehe, habe ich dir etwas Mühe gemacht. Tut mir leid. Ich nehme dich auch mit unserem Spiegel mit. Ist die hübsch? An die kann ich mich ehrlich gesagt in Teil 1 gar nicht mehr erinnern. Auch wenn ich jetzt Gefahr laufe, mich wieder total zu blamieren, weil die super wichtig war. Aber, auf dieser Landkarte. Du läufst, okay. Ich finde sie voll sympathisch, weil sie so orientierungslos ist. Ich fühle sie total, ja. Ich bin voll auf ihrer Seite. So, aber ich biete ihr immer noch an, sie mitzunehmen. Ist sie jetzt weg? Okay, aber ich glaube, jetzt sind wir an der Ecke, ja, wo ich seinerzeit ankarrende gegen etwas gelehnt ist. Wo ich seinerzeit mit dem Fahrstuhl hochgekommen bin. Der Gadget ist ein Ding, das ein merkwürdiger Mann namens Adlai vor einigen Jahren hergestellt hat. Was? Wenn ich Adlai und Gadget ins Team hole, haben die dann auch eine Symbiose? Geh nicht zu nah heran, er ist gefährlich. Ich habe ein Gadget in meinem Team. Der wird ja wohl für mich nicht gefährlich sein, oder? Ja, Mitglieder der Bergwerksgilde dürfen in den Berg. Verschwinde, Junge. Vielleicht bin ich ja Mitglied. Hallo? Alles, was wir aus diesem Bergwerk herausholen, ist Eisenerz und ein bisschen Silber. Aber es ist besser als nichts. Aber wenn es zum Leben reicht, ne? So, gucken wir mal, was in diesem Haus so abgeht. Achso, Verschlag mit Bergwerkswerkzeugen ist verschlossen. Okay, das heißt, hier komme ich jetzt einfach nicht rein, oder was? Doch. Sind hier Gegner? Bestimmt sind hier Gegner und ich renne gerade in mein eigenes Verderben. Ich komme da wirklich rein? Ich bin mit der Stadterkundung noch nicht durch. Ich habe jetzt gerade so fest damit gerechnet, dass man mich hier aufhalten würde. Ich weiß nicht, ob ich weitergehen soll. Ich will einen Kampf gucken. Kampf? Nein! Ich bin noch nicht mal annähernd irgendwie in der Nähe gewesen von dem Ding. Warte, komm, wir wollen uns einen Kampf geben. Also ich will mir jetzt einen Kampf geben. Dann gucken wir uns den Rest an und dann tauchen wir hier von mir aus ein bisschen tiefer ein. Ich habe jetzt die ganze Zeit im Hinterkopf, dass ich diesen Schmied da habe. Ich brauche jetzt theoretisch so unfassbar viel Geld. Aber ich werde jetzt wirklich gucken, dass ich die letzte Stufe... Hey, gibt's keine Kämpfe. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Finsternisumhang ist ja schon voll old. Ist ja nicht mal gold. Ich kann ja nicht mal sagen old, but gold. Aber für ihmchen hier ist das gerade ganz okay. Weil ich nicht in die Butze wollte. Ich werde jetzt kommen wir gleich. Ja, das war klar. Das war so, so klar. Okay, und dann auch noch gleich 6. Ich weiß gar nicht, ob irgendwer von meinen Leuten einen guten Flächenangriff hat. Ich muss das mal einmal jetzt kurz durchgucken. Ja, das wäre halt schön, wenn wir eine Wiki oder so bei uns im Team hätten, ne? Die hätte uns jetzt hier gute Dienste leisten können. Ah, guck mal, das hier geht auf alle. Das hier geht auf alle. Unser guter Stallion kann hier ein bisschen auf die Kacke hauen. Soll er dann auch gerne tun. Guck mal, vielleicht reicht ja jetzt der Weg, den ich wieder zurücklege in die Stadt. Mit den Kämpfen, die vielleicht noch kommen mögen. Vielleicht reicht das ja aus, um irgendjemandes Wache auszumaximieren. Ich bin so gespannt, ob dieses Mädel, Raura, oder wie sie hieß, ob die es jetzt... zum Butzeschloss geschafft hat. Wow, Wakaba rastet einfach mal voll aus mit seinen Leveln. Finde ich gut. 4000. Jo, ich glaube 10.000 bräuchte ich noch. Und dann...
Und dann können wir Janusz, würde ich sagen, als erstes auf Maximum bringen, oder? Aber ich werde jetzt hier erstmal rausgehen und erstmal gucken. Weil irgendwie ist mir das hier gerade zu unkoordiniert. Was ist denn... Ist das jetzt Hauptstory hier, das Bergwerk zu erkunden? Oder sollte ich erstmal woanders hin? Ich weiß es nicht. Und außerdem würde ich so gerne... Oh shit. Den Meister von Wakaba noch finden. Das wäre mir auch noch irgendwie eine Herzensangelegenheit für diese Folge hier. Auch wenn ich halt immer noch keinen Peil habe, wo ich genau suchen soll. Ich mache verdammt wenig Schaden. Könnt ihr, danke, ich wollte gerade sagen, könnt ihr bitte wenigstens einen von den beiden umnieten. Vorstufe, von denen haben wir schon mal kennengelernt. Oh Gott, okay. Gut, dass ich zurückgegangen bin. Allein die Vorstellung, dass ich einmal hier in der Sechsertruppe von diesen Dingern über den Weg laufe, ist mehr als beängstigend. Aber die hier kriegen wir schon down. Oh, am besten jeder lässt 5000 offen da. Das wäre cool. Naja, fast. Jeder 4000. Da fehlt ja gar nicht mehr so viel. Ich glaube, ich werde nochmal einen Kampf eben schnell provozieren. Oha. Neklordia und Zombies. Okay, die Gegner sind hier schon wieder sehr interessant. Ich glaube, das hätte ich eigentlich fast auch im letzten Kampf machen können. Nein, wir werden mit Stallion jetzt nämlich einmal wieder Zerkleinerung an den Tag legen und uns daran erfreuen, dass der Gegner jetzt schnell verrecken wird. Hätte ich jetzt mit Nanami eigentlich zum Beispiel auch irgendeinen Heilzauber auf die Gegner casten können? Weil das ja scheinbar Untote sind. In manchen Spielen geht das ja, ne? Wenn du irgendwie Heilung auf die castest, dass sie dann Schaden fressen dadurch? Ich weiß nicht. Okay, geldmäßig hat sich das auf jeden Fall rentiert. Sehr, sehr cool. Macht das trotzdem Angst, wie viel dieser Einhorn-Gegner an Schaden austeilen, da mit ihrem Flächenangriff. Ganz schön übel. So, ach ja, wir müssen zu Gustav. Das ist unser Hauptziel. Klar. Hier vielleicht. Hä, wer seid ihr? Wir kamen von der Kowalski-Armee. Wir möchten bitte Bürgermeister Gustav sprechen. Was wartet hier? Nein. Es scheint, dass alles ziemlich in Aufregung ist. Hier dachten alle, dass sie niemals angegriffen würden. So umgeben von Bergen bildet das Gebiet eine natürliche Festung. Aber Leichen machen sich nichts daraus, ob eine Straße eben ist oder nicht. Hm. Hey, bis hierher haben sie sich nur um ihr eigenes Wohl gekümmert. Darum verdienen sie es. Hm. Es scheint so, dass Meister Gustav euch sehen will. Geht hinein und wartet in dem Raum am Ende der Halle auf ihn. Beeilt euch. Hey, ihr da. Nein, ich will noch nicht rein. Danke, Spiel, dass du mich nicht reindrängst. Guten Morgen. Hä? So voll aus dem Nichts. Gerade eben noch voll den strengen Arbeitston an den Tag gelegt. Und jetzt grüßt er uns freundlich. Interessant. So, Eiseneimer. 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 Unser Boss Gustav ist ein ziemlich ungehobelter Typ. Das Einzige, was er mag, sind Bergwerkswerkzeuge und seine Tochter. Darum musst du gut arbeiten oder du beziehst Prügel. Echt? Was ist das denn für ein Penner? Okay, jetzt bin ich nur umso gespannter auf ihn, aber wir werden sehen. Ich guck mal erstmal, was wir hier noch haben. Was ist das denn hier schon wieder für eine Geheimroute? Oh, guck mal, der Ausblick hier. Dies wurde gebaut, um für die Sicherheit des Bergwerks zu beten. So wie diese Figuren jedoch aussehen, nehmen nicht viele am Gottesdienst teil. Okay. Alles klar. Oder auch nicht. Warte mal. Okay, weitere Krüge gibt's hier nicht. Schauen wir mal, was dieses Gebäude so anzubieten hat. Wen oder was haben wir hier? Eine Kirche. Nun, es ist nur zur Beruhigung, aber beten wir auch für seine Sicherheit. Okay, na dann mach mal. Zeig. Oh. Oh, das ist aber schön. Ich fand den Anfang des Raumes hier gerade voll unspektakulär, aber das hier? Das ist schon schnieke. Echt, hier werden wir 100% irgendwas Specialiges finden. Ich finde, dass man die Tür auch relativ einfach übersehen konnte. Werkzeuge für Priester. Werkzeuge für Priester. Hallo, alter Mann.
Nachdem ich nun den ganzen Weg von Harmonia hergekommen bin, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich mich vom Geld hätte leiten lassen. Warum? Warum? Was wäre dann die Alternative gewesen? Da stand gerade was Neues. Truhe mit Rohrstöcken. Truhe mit Zeremonienkleidung. Ich finde die Beschreibung hier für deren Schränke immer äußerst interessant. Mit so wenigen Gläubigen muss es für den Priester auch so schwer sein. Muss es das? Kann ich nicht einschätzen. Lustiger Lesestoff. Aha. Was versteht man denn darunter? Das sind bestimmt nicht nur lustige Taschenbücher, die sie hier bunkern, oder? Ich arbeite hier als Teilzeitkraft. Der Platz, wo der Gott lebt, ist völlig verschmutzt. Wo der Gott lebt? Der Gott? Nur der eine? So, irgendwie sind die Kisten komisch. So, was haben wir hier? Theologiebuch. Nochmal. Sammlung Predigten. Irgendwie ist das ein komisches Heiligenhaus, wenn ich das mal so nennen darf. Hä? Ach, hier bin ich ja gerade reingekommen. Hä? Ach so, nee, das ergibt ja doch Sinn vom Aufbau her. Ich wollte gerade schon sagen, dass ich die Struktur hier nicht verstehe, aber... Doch, doch, doch. Ich dachte vorhin, dass ich durch eine oder über eine Treppe hier hingekommen bin, aber Pustekuchen. Ah, und hier bin ich wieder draußen. Okay, warte mal, aber hier... Hier kam ich rein. Ich glaube, dann bin ich jetzt durch mit dem ganzen Gebäude. Keine Person mit Eigennamen hier. Ich bin ja schon ein bisschen enttäuscht. So eine schöne Lage, so ein spezielles Haus. Und nichts, was man rekrutieren kann. Na gut, gehen wir dann zuerst ins Bergwerk oder gehen wir zuerst Gustav besuchen? Ich würde sagen, wir werden erstmal unsere Waffe verstärken, oder? Das ist doch die beste Idee von allen. So, Janusz, das ist ja fast jetzt wie ein Ritterschlag für dich, oder? Also ich hoffe, dass es dann auch wirklich das Maximum ist. Nee, ist es nicht. Es geht ernsthaft noch weiter. Oh, shit. 43.000. Oh mein Gott. Okay, wie war das nochmal mit dem Geld? Cheaten? Nein, Spaß. Nein, Spaß. Ich werde mir nichts ercheaten. Ich werde gegebenenfalls die ein oder andere Offscreen-Gegnerrunde drehen oder so. Das durchaus. Also spätestens jetzt habe ich auf jeden Fall eine Motivation. Aber ich müsste mich dann so langsam auch mal festlegen, welche denn meine Lieblingstruppenzusammenstellung ist, ne? Weil ich das niemals schaffen werde, für alle zu sparen. Aber wir gehen jetzt erstmal hier gucken. Und bevor ich wieder ins Bergwerk gehe, möchte ich noch einmal übernachten. Dies ist die Gildenhalle. Die Gildehalle. Dies ist, wo die Gilde ihre Konferenzen abhält. Sie dient allerdings auch als Haus für Gustav. Okay. Bei Gustav muss ich immer an Infinite Undiscovery denken. An den dicken Bären, den du da einfach ins Team holen konntest, einfach so. So, oh, was ist denn hier? Kinderzimmer scheinbar. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Ist das das Zimmer seiner Tochter, an der er so hängt? Weiß nicht, also irgendwo muss er ja auch eine zarte Seite haben, sage ich mal. Hochwertiges Klavier und nicht zu 100% menschlicher Abfall sein. Bin ich gespannt gleich auf das Gespräch mit ihm. Fräulein Lilly hat starke Präferenzen und Abneigungen. Lass mich raten, Lilly ist seine Tochter, ne? Wo ist sie denn? Ne, warte mal, da wird bestimmt Gustav sein, oder? Ist der das da nicht links? Oder ist der hier oben? Ich weiß nicht. Ja, der wird bestimmt nicht in so einem kleinen Kabuff-Hinterzimmer rumgammeln, schätze ich mal. Warte mal, kann ich hier irgendwas lesen? Nee. So, dann gucken wir nochmal auf der anderen Seite. Auf jeden Fall scheint seine Tochter nicht da zu sein. Vielleicht bittet er uns irgendwie, sie zu finden. Sie ist wahrscheinlich im Bergwerk verschollen oder so und wir sollen sie da rausholen. Mache ich aber gerne. Wäre es wahrscheinlich sinnvoll, vorher die Truppe ein bisschen anzupassen. Ich weiß nicht, müssen wir dann gucken. Wir haben ja auch noch einen anderen Bergwerkseingang. Ja, da wollte ich ja auch nochmal vorbeischauen, um zu gucken, ob Vakavas Meister da vielleicht reingerannt ist mit dem anderen Typen. Aber erstmal schauen wir hier. Ach, das ist Gustav. Okay. Ah, du bist also der Anführer der Kowalski-Armee, Lord Janusz. Es stimmt also, was die Gerüchte sagen. Du bist noch ein Junge. Und du hast echt famose Fledermaus-Augenbrauen. Also, was habe ich auch noch nie gesehen. Voll der Batman-Fan, war. Du hast so dünne Arme. In Tinto gibt es Jungen deines Alters mit Armen, die doppelt so dick sind. Ja, erstmal sich über ein Kind lustig machen. Kommt immer gut, richtig sympathisch, der Typ, total.
Aber laut Janusz, ich habe noch niemals einen Jugendlichen mit solchen Augen wie du gesehen. Du hast schon vieles gesehen, das merkt man sofort. Na, immerhin. Nun, laut Janusz, was ist der Grund, dass du hierher kamst? Ich will es dir ohne Umschweife sagen. Wir sollten unsere Kräfte zusammenführen. Bis jetzt hast du unsere Kowalski-Armee ignoriert, aber du kannst dich nicht langfristig auf diese Taktik verlassen. Mir ist bekannt, dass Zombies in diese Richtung kommen. Was denkst du darüber? Wir könnten dir helfen. Nun, das war wirklich direkt. Es ist wahr, dass wir deiner Kowalski-Armee bisher nicht geholfen haben. Wir hätten nie geglaubt, dass es dir gelingt, Luka Blei zu besiegen, verstehst du? Aber jetzt erkennen wir deine Stärke an. Wir benötigen Verstärkung, um uns diesen Gegnern zu stellen. Lord Janusz, würdest du Tinto mit deiner Stärke helfen? Mit meinen dünnen Ärmchen immer gerne doch. Ja klar, wir kämpfen zusammen. Wenn unsere Kowalski-Armee und Tinto ihre Kräfte vereinen, können wir die Armee von Highland morgen austreiben. Berichte es Shu sofort und lass ihn Truppen senden. Zuerst müssen wir die Zombie-Streitkräfte zwischen unseren Fingern zermalmen. Okay, wir gehen jetzt dorthin. Wir kennen diese Berge wie unsere eigene Westentasche. Okay. Habe ich jetzt wieder einen Slot in meinem Team frei? Wir bereiten ein Zimmer für dich vor, Lord Janusz. Du musst sehr müde sein, nachdem du durch die Berge gekommen bist. Hey, Marlo. Ah, du bist Marlo. Von dir haben wir auch schon ein bisschen gehört. Ja, Meister Gustav. Bring Lord Janusz und seine Freunde zu einem Gästezimmer. Ja, Sir. Okay. Bitte nach oben, Lord Janusz. Und was ist, wenn ich unten pennen will? Was ist, wenn ich ein Kellerkind bin? Dies ist das Gästezimmer. Bitte mache es dir bequem. Das, Lord Janusz... Du bist doch Lord Janusz, der Anführer der Kowalski-Armee, habe ich recht? Oh, du bist der starke Krieger, der Luka Blight besiegt hat. Du bist etwa im gleichen Alter wie ich. Wie konntest du so stark werden? Ich lese immer nur Bücher und bin überhaupt nicht stark. Darum machen sich alle über mich lustig. Du bist nicht für die Arbeit geeignet. Ich meine, das kann behutsam und entgegenkommend gemeint sein. So, je nachdem, wie man es betont und wie man das verargumentiert. Das kann aber auch voll die Beleidigung sein. Ich nehme das obere, glaube ich, weil ich nicht Gefahr laufen will, ihn jetzt hier auf den Schlips zu treten. Das Lied im Hintergrund ist aber auch wieder so schön. Wird Marlo noch wichtig? Das ist eine Lüge. Schließlich, du bist nicht wie ich. Ein Anführer, der alle führen kann und stark genug ist, um sogar Monster zu besiegen. Lord Janusz, du bist wie ein Held aus der Sage. Oh, es tut mir leid, dass ich so spreche. Nun, ich werde jetzt gehen. Ach shit, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das die falsche Antwort gewesen ist. Mensch, bin ich müde, wirklich müde. Aber das ist doch großartig, nicht wahr, Janusz? Ja, du kannst gerne die nächsten 5 Jahre durchschlafen, bitte. Ich dachte, dass dieser Gustav ein ziemlich unangenehmer Kerl wäre, aber es sieht so aus, als ob er versteht, was wir ihm berichtet haben. Was willst du jetzt tun? Schlafen gehen? Ich möchte das machen, was du jetzt nicht machst. Nee, ist noch etwas früh. Du hast recht, sehen wir uns ein bisschen um. Es ist das erste Mal, dass wir zu einem Bergwerk gekommen sind. Okay, toll, dass sie uns fragt, ob wir sie mit dabei haben möchten, aber hey, ist okay. Du hast die Bergfahrt überwunden. Gute Arbeit. Bitte ruh dich gut aus. Jetzt habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen. Ich hätte dem Marlo sagen sollen, dass er dafür nicht geeignet ist, weil Janusz das bestimmt so verpackt hätte, dass er seine Qualitäten und seine Stärken anderswo hat. In Bereichen, wo dann Janusz vielleicht nicht unbedingt glänzen kann, ne? Aber ja, das wusste ich halt vorher nicht. Vielleicht ist es auch gar nicht so. Vielleicht habe ich auch das Richtige gewählt, ich weiß es nicht. So, Kumpel, wer bist du? Ich bin verantwortlich für die Finanzen der Gilde. Im Augenblick sieht die Situation nicht gut aus. Kämpfe bringen kein Geld ein. Also mir schon. Irgendwas macht ihr falsch. So, von Mann zu Mann. Regeln der Bergwerksgilde. Okay, haben wir sonst noch was? Was ist jetzt eigentlich mit seiner Tochter? Ich dachte jetzt irgendwie, dass die hier auch irgendwie im Fokus stehen wird im Rahmen dieser Konversation, aber nichts da. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir übernachten und gucken dann, was der nächste Tag bringt. Jetzt wird uns Nanami wahrscheinlich erstmal wieder viel erzählen. Ja, will ich. Bitte. Nanami, pass auf, dass du nicht ins Bett machst. Genau, Viktor. Wer macht ins Bett? Du hast schon richtig verstanden. Nein, ich unterstütze kein Nanami-Mobbing. Ich mache das nur für mich alleine.
Hey, wach auf, es ist schon morgen. Morgen. Morgen? Hä? Es ist schon morgen. Morgen. Du hast heute Morgen sehr lange geschlafen. Ridley und Klaus sind heute Morgen auch angekommen. Es sieht so aus, als wären sie zum Dorf Drakemouth gekommen. Ich nehme an, dass sie gute Vorbereitungen treffen können. Was ist das denn? Oh nein, ich habe total verschlafen. Jetzt ruhig weiter pennen können. Guten Morgen, es ist morgen, Janusz. Ja, wollt ihr mir das nicht noch 10.000 Mal sagen? Wir haben es gerafft. Also Janusz hat es gerafft, bestimmt. Hoffe ich. Was, du bist wach? Das ist ungewöhnlich. Victor mag Nanami auch nicht so wirklich, oder? Oder ist das eher so ein freundschaftliches Necken und eigentlich sind die voll die Bros? Es sieht so aus, als wären Ridley und Klaus in dem Raum von gestern. Suchen wir sie auf, Janusz. Okay, wer ist jetzt in meinem Team? Achso, weil Kuyo sich verabschiedet hat, ne? Okay. Ich will das heute unbedingt nochmal in die Butze schaffen und nochmal zu Richmond rüberdüsen. Da gucken wir erstmal hier. Wow, Full House hier. Hey, Friends. Guten Morgen, Lord Janusz. Ich habe die Truppen gemäß dem Befehl von Lord Shu hergebracht. Lord Janusz, mir wurde von Lord Shu befohlen, Lord Ridley als Stratege zu helfen. Aha. Lord Janusz, wir haben auch Koryu auf unserer Reise getroffen. Wir werden zusammen mit dir kämpfen. Lord Janusz, hast du letzte Nacht gut geschlafen? Es ist schon erstaunlich, dass sich alle versammelt haben. Die Soldaten der Stadt Tinto, die Kowalski-Armee, die drei Lamb-Dragon-Banditen und aus Muse... Da ist sie! Vater? Vater! Oh, was ist denn geschehen, Lily? Vater... Das ist meine allerliebste und einzige Tochter. Hä, was hat denn Nanami für ein Problem jetzt damit? Vater, alle sagen, dass die Monster gekommen sind. Man erzählt sich, dass furchteinflößende Kobolde angekommen sind. Vater, Vater, verjage sie. Keine Sorge, überlass sie mir. Wie alt ist denn die Lilly? Die ist schon noch sehr jung, ne? Die Monster sind hier, gehen wir, Janusz. Wie, jetzt hier direkt schon in der Stadt, oder was? Was zum Teufel ist das denn? Hatte Klaus nicht meine Brille auf? Oder verwechsel ich denn gerade? Die Monster, könnte eine Verbindung mit der Armee von Highland bestehen? Tja, eventuell. Ausschließen sollten wir es nicht. Die Monster, es kann nicht sein! Es ist aber so. Wir sollten uns freuen, dass wir uns zumindest kurz vorher noch zusammengerauft haben. Sehen wir es uns einmal an, Lord Janusz. Stolper ich jetzt direkt in so eine Art Bosskampf oder was? Okay, warte mal, ich will mal eben ganz kurz gucken, ob es jetzt hier noch irgendwas gibt. Scheint nicht der Fall zu sein. Wäre auch komisch gewesen, aber ihr wisst schon, ne? Sicherheit und so. So, okay, dann gehen wir jetzt mal vor die Türe. Hier ist auf jeden Fall keine Menschenseele mehr, außer im Versammlungsraum. Okay, ich dachte, jetzt ist hier schon alles mit Zombie-Horden überlagert oder so. Unser Boss Gustav ist ein... Achso, das hier kennen wir schon. Das kennen wir schon. Okay, wo wollen die denn jetzt, dass wir hingehen? Wahrscheinlich hier, oder? Schätze ich mal. Guck mal eben kurz, ob hier irgendwas passiert. Nö. Hä? Oh, jetzt ist die Musik wieder normal. Warte mal, ich bin immer noch mit nur 5 Leuten unterwegs. Was ist denn das jetzt hier? Warte mal. Ich muss wahrscheinlich einfach zum Stadteingang gehen, weil es ja immer hieß, sie sind vor den Toren. Nur dieser eine Typ, der mit G anfängt. Ach, guck mal, jetzt sind die hier auch weg, okay. Der meinte doch, dass er sich uns anschließt. Hat mir die Einblendung auch irgendwie so ein bisschen gefehlt, aber 100 Pro dann im Eingangsbereich, schätze ich mal. Gucken wir nochmal. Ich hoffe, dass ich ja noch auf die Weltkarte komme. Oh, shit. Okay. Oh Gott, der ist ja höchstpersönlich. Ich hoffe, du kämpfst nicht hier gegen uns. Guten Morgen, meine Damen und Herren von Tinto. Guten Morgen, Bürgermeister Gustav. Guten Morgen, alle miteinander. Es ist ein glorreicher Tag, nicht wahr? Ist ja irgendwie atmosphärischer gewesen, wenn ich zu der anderen Musik hierher gekommen wäre, ne? So, du bist es also, Necklord. Ach je, sieh dir doch dies an. Du bist wahrlich hartnäckig, nicht wahr? Du hast dich mit der Armee von Heilen zusammengetan.
Zusammengetan, Armee von Highland? Nein, nein, es hat gar nichts damit zu tun. Ich habe mir nur gedacht, wie schön es wäre, wenn ich mir mein eigenes kleines Königreich hier in den Bergen schaffen könnte. Darum, Lord Gustav und alle Bürger, verlange ich von euch, dass ihr fortzieht. Wenn ihr selbstverständlich alle Zombies werdet, dürft ihr in meinem Königreich bleiben. Glaubst du wirklich, dass ich es erlaube, dass du die Stadt Tinto in ein Königreich von Zombies verwandelst? Du scheinst nicht richtig zu verstehen. Ich möchte nicht zu viele Zombies in meinem Königreich der Leichen. Aber ihr würdet auf jeden Fall eine recht schöne Ergänzung darstellen. Nun wollen wir aber kämpfen. Warte. Okay, ich dachte, der Kampf wird jetzt hier ausgetragen, weil ich habe in dieser Folge kein Mal gespeichert. Hey, ihr Kerle, lasst ihn nicht lebend entkommen. Oh, er ist ja bereits tot. Egal, ich werde dich zerstören. Ja. Hey, glaubst du etwa, dass wir gegen Zombies verlieren? Ich weiß nicht. Also wenn Meister Necklord da mitmischt, dann wird das schon unbequem. So, nun sind wir immer noch zu fünf. Wo sind denn jetzt die Leute, die sich anschließen wollten? Zeig mal bitte an hier. Konnte ich Ridley eigentlich auch ins Team holen? In der Butze? Weiß ich gar nicht mehr. Du Abschaum, glaubst du etwa, dass du die Stadt Tinto zerstören könntest? Der macht mir Spaß. Vater, ich habe Angst. Es tut mir leid, Lily. Was geht denn hier vor, Lord Gustav? Oh, ihr seid zurückgekommen, Lord Jess und Lord Hauser. Wie war es denn? Habt ihr genügend Soldaten gesammelt? Es gelang uns, etwa 5000 Soldaten einschließlich der Soldaten zu sammeln, die aus Greenhill und Moose entkommen sind. Und der Bürger... Und die Bürger, oder? Und die Bürger, die sich uns anschließen wollen. Aber als wir zurückkamen, um Bericht zu erstatten, finden wir plötzlich Janusz und seine Gruppe hier. Was geht hier vor? Lord Janusz als Anführer der Kowalski-Armee hat zugestimmt, zusammen mit uns in Tinto zu kämpfen. Was sagt ihr da, die Kowalski-Armee? Ihr wurdet alle getäuscht. Was? Was willst du damit sagen? Bin ich jetzt auch mal gespannt. Er gehört nicht zum Stadtstaat. Er ist ein Spion für Highland, das uns all diese Probleme gebracht hat. Anführer der Kowalski-Armee, man weiß nie, was er vorhat. Um Himmels Willen, Jess, welche Beweise hast du für deine Vorwürfe? Du hast überhaupt keine Ahnung, welche Härten Janusz über sich hat ergehen lassen müssen. Nun, das stimmt. Wir machen dies nicht, weil wir es mögen. Du möchtest Beweise? Ich habe Beweise. Ich sah ihn. Als Mose fiel, war er an dem Zimmer, wo Lady Annabelle tot lag. Ja, können wir dazu vielleicht auch mal Stellung beziehen? Das war irgendwie alles ein bisschen anders, als du dir das gerade zusammenreimst. Aber das will der wahrscheinlich auch nicht hören, ne? Prost. Lady Annabelle, die Highland Armee hat uns über Nacht überraschend angegriffen. Lady Annabelle, was zum... Du, was hast du getan? Was zum Teufel hast du getan? Gib mir eine Erklärung. Können wir da nicht bei einer Tasse Tee mal in Ruhe drüber sprechen? Sag nicht so etwas Dummes, wie konntest du nur sowas denken? Mit Annabelle war Janusz... Janusz, kannst du das erklären? Na klar. Ja gut, aber... Ja, dann müssten wir natürlich Joey, an den Pranger stellen. Aber trotzdem, es geht ja jetzt in diesem Moment darum, Verbündete zu organisieren. Und da können wir uns einen Streit eigentlich nicht leisten. Und sorry, ich bringe Joeys Namen hier gerne ins Spiel. Willst du die Schuld etwa auf einen Freund schieben? Was für ein großartiger Anführer du bist. Ja, aber wenn es doch so war... Lord Jess, ich sage es dir als General von Two River. Ich werde es nicht gestatten, dass du unseren Anführer weiterhin beleidigst. Danke, Ridley. Ich wusste, dass auf dich Verlass ist. Ich werde gehen. Ich bin gespannt, wie er reagiert hätte, wenn ich Joey nicht benannt hätte. Das ist jetzt natürlich eine blöde Situation. Hoffentlich kriegen wir ihn irgendwie noch überzeugt. Da weiß selbst der Klaus nicht mehr, was er sagen soll. Nimm es nicht so tragisch, Lord Janusz. Lord Jess kämpft auch sehr hart. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt eine Strategie für den Kampf gegen Necklord ausarbeiten. Nee, noch nicht. Stört es dich sehr, was Lord Jess über dich gesagt hat? Geht so. Also ich glaube, ihn persönlich eher weniger, aber diesen Zwist können wir halt gerade so strategisch gesehen nicht gebrauchen. Lord Jess, du hast Lady Annabelle respektiert, aber das...
Hm. Oder es geht Janusz halt doch nahe, weil ihm diese ganze Annabelle-Sache nahe geht. Vielleicht. Schließlich sind viele dieser Stadttypen Taugenichtse. Okay. So, und du so? Was denkt ihr denn, wer er ist? Immerhin sind alle auf unserer Seite, das ist schon mal gut. Gerade dann, diese furchteinflößende Person, wird er wiederkommen? Ich befürchte fast ja. So, also wenn ich jetzt mit Gustav spreche, dann geht hier die Story weiter, richtig? Oh, nee, shit, die geht hier weiter. Mann. Bereitet eure Ausrüstung vor, damit wir jederzeit kämpfen können, sobald die Schlacht beginnt. Hauser, verstanden. Ich wollte noch das andere, die andere Auswahloption da bei Gustav versuchen. Janusz? Was ist denn? Willst du kämpfen? Komm, gib ihr aufs Maul. Nein, ich will nicht kämpfen, aber denke daran, Janusz, ich traue dir nicht. Da ist diese Angelegenheit mit Annabelle und außerdem sollten es die Bewohner des Stadtstaates sein, die den Staat retten. Das meine ich jedenfalls. Ja, toll, super. Weißt du, wenn ihr alle dem Untergang geweiht seid, dann ist alles viel besser, oder was? Aber nicht falscher Stolz. Wie sieht die denn aus? Also da jetzt im Hauptscreen. Hey, Nia! Also hier sind Stolz, Ehre, Tradition, was auch immer, definitiv deplatziert, weil es hier um eure Existenz geht. Meine Güte. So. Obwohl, nee. Ich habe das Gefühl, dass es dann hier richtig ausartet. Warte mal. Ich würde nämlich ganz gerne nochmal bei Richmond vorbeischauen, bevor ich den Part beende. Wenn die Story mich jetzt, oder das Spiel mich jetzt hier nochmal lässt, dann wäre das schön. Sieht aber ganz gut aus. So, ich bin jetzt hier nochmal in dem anderen Bergwerkseingang oder was das hier sein soll. Aber hier ist unser Meister auch nicht anzutreffen. Wo zur Hölle sind die hingerannt? Ich weiß nicht. Ich würde Wakaba für die nächste Folge halt gerne rausnehmen, aber nicht, dass... Nicht, dass ich dem Meister dann irgendwie in die Arme laufe und das dann, weil er mir dann irgendwas verbaue oder so. Na, wir gucken erstmal hier. Ich werde, bevor ich dann den nächsten Part aufnehme, auch nochmal hier vor unserer Butze ein paar Kämpfe machen, damit wir ihn dann wieder haben, den guten Richmond. Killey, 30. Kavalleriehinweise keine. Ja, 30 ist jetzt nicht so überraschend. Für mich ist er auch nicht so Geheimnischarakter, was er hier rausgefunden hat. Ach nee, warte mal, ich wollte ja hier mal gucken. Hier. Tja, aber da erfährst du auch nicht, wo der sich jetzt aufhält, ne? Das heißt, theoretisch kann ich ihn jetzt mit der nächsten Killey-Information losschicken, jawohl. Genau, dann lassen wir uns mal überraschen, wann er wieder zurückkommt. Und ich gucke jetzt, und das wird dann die letzte Amtshandlung für diese Folge sein, nochmal kurz bei Leona, wie viele Leute ich jetzt hier frei ins Team packen kann. Ich wette, es wird eh darauf hinauslaufen, dass wenn ich wieder mit Gustav spreche, dass sich dann Leute anschließen und ich meine neuen Leute dann wieder rauskicken muss. Darauf stelle ich mich diesmal innerlich ein, damit ich beim nächsten Mal nicht wieder lospöble. Drei Slots. Na gut. Ich werde jetzt deswegen wahrscheinlich auch keine Experimente machen. Ich hole jetzt Ulan noch mit rein. Ich glaube, Wakaba behalte ich auch erstmal. Ja. Also ich glaube, Ulan wird beim nächsten Mal wahrscheinlich sowieso wieder ausgetauscht werden müssen. Das heißt, Janusz kann nach hinten. Tja, warum Nanami immer dabei sein muss, ne? Ich weiß nicht, das ist mir irgendwie zu omnipräsent, diese Frau. So, gut, wir gucken jetzt nochmal. Das wird dann wirklich die letzte Amtshandlung sein. In unseren Kummerkasten rein. Ach, das war irgendwie fast klar. Weißt du etwas? Sheena, sagt der Apple etwas zu dir über mich? Bitte sag mir, wenn du etwas hörst, okay? Habt ihr Beef miteinander, Sheena und Apple? Bitte besuch uns, Hilda. Du solltest ab und zu mal zum Gasthaus kommen. Pete redet die ganze Zeit von dir. Ich mache dir Abendessen. Ich bin voll oft da am Gasthaus. Also nicht, also ihr bekommt das nicht immer mit, weil ich das häufig offscreen mache, aber ich gehe da immer mal wieder übernachten.
Aber gut, ihr Lieben, wir werden beim nächsten Mal dann wieder nach Tinto reisen, mit Gustav sprechen, gucken, wie wir die Hauptstory weiter voranbringen. Ich werde vielleicht nochmal gucken, dass ich Wakaba ein bisschen effizienter einkleide, sollten wir noch irgendwas im Lager haben. Und ja, lassen wir uns einfach überraschen. Ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!